Wir wollen erst die Arbeitsplätze sehen und dann sind wir bereit, Abschaltung oder die Schließung ganzer Betriebe, der Beschließung ganzer Betriebe zuzustimmen. Ich habe gesagt, ich bin nicht glücklich, aber ich bin einigermaßen zufrieden. Erstmal ist es so, das sah ja lange Zeit nicht danach aus, dass die Kommission einen Vorschlag erarbeitet hat, auch wenn es schwierig war, die Seiten zusammenzubringen. Ich kann mich da auch in die Vorsitzenden reinversetzen. Ich halte auch den Strukturentwicklungsteil, den wir ja eingefordert haben. Wir haben ja diese Verlängerung der Kommissionsarbeit herbeigeführt. Das heißt, es waren die drei Ministerpräsidenten, Rainer Haseloff, Michael Kretschmer aus Sachsen und ich, die nochmal an die Kanzlerin geschrieben haben. Und da bin ich erstmal jetzt mit diesem Strukturentwicklungsteil. Das bedeutet ja, wenn den Empfehlungen gefolgt wird, mehr als 800 Millionen Euro pro Jahr für die Lausitz für die kommenden 20 Jahre. Das ist eine riesengroße Summe. Und das heißt, es ist erstmal eine Basis da, auf der wir diskutieren können. Aber der zweite Punkt ist, dass ich den energiepolitischen Teil schon für, ich sage es mal vorsichtig, sehr ambitioniert halte, weil wir können ja über Abschaltungen in allen möglichen Bereichen reden, aber am Ende muss auch jemand mal sagen, wo soll denn dann der Strom herkommen? Und deswegen halte ich gerade die Vorhaben für die 20er Jahre schon für ambitioniert. Und da muss jetzt der Bundeswirtschaftsminister klären, wie er diese Dinge umsetzen möchte, wie er diese Dinge umsetzen kann. Und wenn ich mir angucke, was in den letzten 15 Jahren in der deutschen Energiepolitik passiert ist, dann bin ich da etwas pessimistisch, was die kommenden 5 Jahre betrifft, weil ich glaube, was wir in 15 Jahren nicht geschafft haben, wird auch schwer möglich sein, in den kommenden 3 bis 4 Jahren zu schaffen. Es liegen ja die Pläne, liegen ja auf dem Tisch. Das geht los von der Ansiedlung beispielsweise von Bundesinstitutionen. Da ist die Rede mittlerweile von 5000 Arbeitsplätzen für alle 4 Reviere. Das hieße dann auch mehr als 1000 für die Lausitz. Es geht weiter, also die ganz konkrete Sache, dann geht es weiter mit der Frage Infrastruktur. Ausbau Schienenwege, Ausbau Straßen, zusätzliche Straßen und zusätzliche Schienen. Und dann geht es im dritten Punkt weiter, natürlich auch mit der Ansiedlung von Forschungseinrichtungen und der Schaffung von Förderszenarien für die Wirtschaft in diesen Regionen, die sich deutlich von dem unterscheiden, was wir in anderen Regionen in Deutschland haben. Und das wiederum muss mit der EU besprochen werden. Der Bundeswirtschaftsminister hat gesagt, das ist alles möglich, aber auch da warte ich lieber, bis das Ganze Realität wird. Also es ist ein riesengroßes Aufgabenbuch für die Bundesregierung und wir werden am 31. Januar mit der Bundeskanzlerin drüber reden, wie das Ganze im Strukturteil, aber auch im energiepolitischen Teil Realität werden kann. Aber für uns Ministerpräsidenten bleibt eines ganz klar und das ist, wir wollen erst die Arbeitsplätze sehen und dann sind wir bereit, Abschaltung oder die Schließung ganzer Betriebe, der Beschließung ganzer Betriebe zuzustimmen. Das heißt, wir haben diesem energiepolitischen Teil nicht zugestimmt.